Hallo, hier ist Swimrun Germany wieder. Heute zu Gast bei Axel Reusch im Allgäu. Axel ist eigentlich so eine Triathlon-Legende hier im Allgäu, betreibt hier einen Sportladen und ja, und wird uns heute ein bisschen Frage und Antwort stehen. Du bist mehrfacher Ironman-Finisher. Mhm. Erzähl mal so ein bisschen über deine Triathlon-Legende. Meine Triathlon-Legende, oh je. Ja, ich mache schon länger Triathlon. 1990 habe ich meinen ersten Triathlon gemacht und seitdem eigentlich auch keine Saison rausgelassen. Und habe in den 90ern viel trainiert und auch viele Wettkämpfe gemacht. Ich habe jetzt insgesamt auch 25 Ironman schon gemacht und ein paar Mal davon auch in Hawaii. Und das, ja, wie gesagt, ich lasse keine Saison aus, aber ich bin nicht mehr so aktiv, wie ich früher mal war. Okay, aber du hast ja schon eine ganz beachtliche Karriere dahinter dich gebracht. Ja, bin alt, habe schon viel, viel gemacht, ja. Okay, wir versuchen dir schon relativ lange ein bisschen so zum Swimrun zu überreden, aber ja. Tatsächlich warst du ja mit deinem Swimrun 21 hier so mit ganz am Anfang dabei, aber das war ja dann irgendwie nett, aber ging nicht weiter. Ja, das Wasser war kalt. Dein Problem. Genau, um mal so beim Kernproblem zu kommen. Nein, also der stete Tropfen hüllt den Stein. Also ich bin ja jetzt dann auch gemeldet für Allgäu Swimrun, damit ich mal wirklich eigene Erfahrungen sammle, weil bisher habe ich da ja in der Hinsicht noch nichts unternommen, außer dass ich von euch ständig informiert werde, was sich da so tut. Und den Swimrun 21, ja, das war so eine Idee von mir, wo ich gedacht habe, das wird auch witzig, weil wir hier sehr viel so Baggerseen links und rechts der Ille haben. Nur haben wir das eben dann an einem relativ kühlen Tag ohne Neoprenanzüge gemacht, sodass dann also nach der Hälfte bei mir die Liebe zum kalten Wasser ein jähes Ende gefunden hat und ich dann nur noch gerannt bin und nicht mehr geschwimmt bin. Ja, das war ein einschneidendes Erlebnis. Es hat dich offensichtlich nicht ganz abgeschreckt, wobei es hat jetzt schon zeitlang gedauert und immerhin kommt jetzt dein Partner extra aus den Staaten angereist, um mit dir starten zu dürfen. Wir haben uns nur gefragt, was hat denn der Herbert gegen dich in der Hand, dass er dich da zum Startplatz gekriegt hat? Ja, der redet auch schon eine Weile an mich hin, dass er gesagt hat so und dann habe ich gedacht, okay, es ist ja richtig, also wir machen die beiden Sportarten Spaß, ich bin Mehrkämpfer, also es ist eigentlich schon eine naheliegende Geschichte, dass ich sage, da mache ich jetzt mal mit und probiere das mal aus. Mal wieder was Neues. Wie Michael schon meinte, try it or like it. Was wirst du, abgesehen vom kalten Wasser, denken, wird die größte Herausforderung? Herausforderung? Nein, also ich mache mir da nicht so riesige Gedanken, ehrlich gesagt. Ich habe ja mit den Zeiträumen Erfahrung, ich habe mit den Sportarten Erfahrung, ich habe mit Wechseln in irgendeiner Form Erfahrung. Natürlich habe ich nicht so viel Erfahrung in Sachen Teamsport, schon gar nicht mit Zusammenschwimmen. Ich weiß auch nicht, der Herbert kommt aus Amerika, ich wohne hier. Wir haben also auch nicht viele Möglichkeiten, das vorher zu üben, zum Beispiel mit Leinen schwimmen oder so. Weiß ich gar nicht, ob wir sowas probieren sollen, wenn wir es nicht vorher üben. Habe ich aber auch noch nicht mit ihm besprochen. Ja, also die Hauptgedanke ist wirklich mit dem kalten Wasser. Aber im Moment sieht es ja gut aus, Wasser ist nicht so kalt. Wenn es jetzt nicht komplett noch nicht abkürzt bis Oktober, dann habe ich vielleicht eine Chance, dass ich da unerfroren rauskomme. Alles klar. Gut, also mit Leinenschwimmen noch nicht so ganz dein Thema. Hast du dich sonst schon ein bisschen mit Ausrüstung beschäftigt oder gehst du da im Triathlon? Das geht hin. Herbert bringt mir, glaube ich, was mit und das ziehe ich dann an. Ja, ansonsten kennst du ja jemanden, der dir was leihen würde. Ja, stimmt auch. Stimmt auch. Nein, also da weiß ich nicht, ob ich ich werde sehr wahrscheinlich nicht mit Paddles schwimmen, weil ich das schon im Training als zu anstrengend empfinde, obwohl mir ja gesagt wurde, dass die Hände so kalt werden, dass man sie dann nicht mehr bewegen kann. Wir werden sehen. Aber ja. Wir werden sehen, wie das dann da so wird. So mit allem drum und dran. Mit Pullboy, mit Calves, Leine, Paddles. Ja. Das weiß ich alles noch nicht. Wie gesagt, wir werden ja nicht viele Möglichkeiten haben, zusammen zu üben vorher. Das ist irgendwie schon so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Aber ja. Ich lasse mich überraschen. Ich denke, es wird dir Spaß machen. Und wir freuen uns sehr, sehr, dass wir dich da endlich am Start haben. Wir sehen uns spätestens im Oktober. Freue ich mich auch. Jawohl, sehr schön. Danke dir. Danke.